Redaktion Hofgeflüster auf der Amerikaner in Augsburg. Man meint immer, es gäbe auf dieser Amerikaner nur Dinge für die Pferde und für die Reiter, weit gefehlt. Nein, es gibt auch was für andere Vierbeiner, zum Beispiel für die Hunde. Und da haben wir jetzt hier ein interessantes Gespräch mit dem Thomas Müller und der wird uns jetzt ein bisschen was erzählen zu Happy Dog. Jawohl, Bernhard, erstmal Servus, Avarere. Freut mich, dass ihr auch hier auf der Messe seid. Wir sind der bayerische Tiernahrungshersteller, der direkt hier vor den Toren Augsburg auch produziert. Und ist ein reiner Familienbetrieb, der bis zu, wenn man die Chronik zurückgeht, 1765 runtergeht. Wir produzieren nicht bloß Tiernahrung im Hundebereich, sondern natürlich auch bei Katze, das heißt dann Happy Cat. Und vielleicht, wo wir schon bei dem dabei sind, wir ernähren das Tier, weil wir Rohstoffe in garantierter Lebensmittelqualität verwenden, mit der garantierten Herkunftssicherheit, arbeiten ohne Konservierungsfarb- und Aromastoffe und darum nähren wir das Tier und füttern es nicht nur. Also die Hunde, die fressen das gern, oder? Selbstverständlich. Ja, ist das jetzt Trockenfutter oder feuchtes Futter oder was habt ihr da? Das ist Trockennahrung, was wir anbieten, von Welpen angefangen, kleiner Rasen, mittlerer Rasen, großer Rasen, bis eben auch im Erwachsenenbereich mit klein oder mit Mini, Mittel und Groß, genauso dann im Seniorbereich. Es gibt natürlich auch Hunde, die dementsprechend ganz einfache Produkte verwenden können, die Gott sei Dank keine Nahrungsmittelunverträglichkeiten vorweisen, aber naja, das ist oft einmal mehr geschürt, als dass es wirklich dahinter ist. Aber so Diätprodukte, gehört das damit dazu? Das hat aber jetzt nichts mit Allergiehunden zu tun, sondern es gibt ja mehrere Diäten. Diäten bei krank, Nierendiät, was wir auch selbstverständlich produzieren, aber Diäten auch, weil Hund zu dick. Manche sind zwar der Meinung, der ist nur zu klein oder die Beine zu kurz, aber wenn man es dann einmal als rollende Wurst bezeichnet, ist er einfach zu dick. Und die Katzen kriegen auch Trockenfutter bei euch? Bei uns produzieren wir eben auch ausschließlich Trockennahrung, auch für die Katze eben. Wenn die Katze genügend Feuchtigkeit zum Saufen mit herkriegt, dann ist das gar kein Thema, gar kein Problem. Nicht. Da gibt es auch von der Kittenkatze bis zur Seniorkatze, bis zu den Allergiekatzen, wo man getreidefrei füttern muss. Auch da bieten wir komplettes Sortiment an. Hund und Katz kann ich also komplett mit Happy Dog oder Happy Cat füttern? Selbstverständlich und das ein Leben lang. Ich brauche nichts anderes mehr dazu. Da brauchst du nichts anderes mehr dazu. Also der Hund und Katz freuen sich über dieses Futter. Wenn man das jetzt kaufen möchte, wo muss man hingehen? Okay, auf der Messe, das ist ja wunderbar, da habt ihr ja einen Haufen Kundschaft da. Aber was ist nach der Messe? Wie kommt man auf Happy Dog und Happy Cat? Also das Einfachste ist natürlich das im gut sortierten Fachhandel, was zu finden ist. Unter anderem gibt es eben diese, ja, wenn man ein bisschen Schleichwerbung machen darf, es gibt Futterhäuser, es gibt Fressnäpfe, es gibt selbst die Baumärkte, die richtig aufforsten mit der Tiernahrung, weil sie wissen, dass das ein ganz wichtiger Sektor ist. Wenn alle Stricke reisen, ist natürlich auch der Onlinehandel da, wo man unsere Produkte noch beziehen kann. Du selber, bist du Fachhandel oder Einzelhandel oder vom Hersteller? Ich bin direkt vom Hersteller. Ich bin Vertriebsleiter für den bayerischen Raum und bin froh, dass die Amerikaner leider, ist zwar nur alle zwei Jahre, aber auf Dirk freue ich mich schon mal drauf. Da ist wirklich saugut was los. Und wenn man die Händler jetzt sucht in seinem jeweiligen Gebiet, wo man halt wohnt, steht das bei euch auf der Homepage? Selbstverständlich haben wir auch die Möglichkeit, über unsere Homepage zu gehen, über www.happydog.de oder dann dementsprechend Katze. Kann man über die Vertriebspartnersuche, muss man die Postleitzahl eingeben und dann werden die am nächsten gelegenen Händler aufgerufen. Thomas Müller, das war doch perfekt, oder? Jetzt brauchen die Leute nur noch kaufen. Die Hunde werden nämlich ihre Freude dran haben. Da schaut schon einer ganz neugierig zu uns her, was wir da machen. Der sagt, bevor du hier lang redest, schmeißt mir doch lieber schon mal was hin. Ja, jetzt ist er, jetzt hast du ihn aufgescheucht, jetzt geht er weiter. Genau. Vielen Dank für das interessante, informative Gespräch. Ja, bitte gerne, hat mich auch gefreut.